Darmstadt verliert zu Hause gegen Frankfurt mit 0:1 und Marcel Heller, der Feintechniker, in der 17. Spielminute, den gucken wir uns doch jetzt schon mal an. Hier geht der schön vorbei gegen Gacinovic. Hier sehen wir es. Und nachher noch gegen Stefan Reinhardt. Das war's. In der 19. Spielminute gibt es dann aber hier die Höhepunkte. Das ist Sandro Wagner und das ist mal die erste Gelegenheit für Darmstadt. Und Lukas Radetzky mit der Parade. Dann durften die Frankfurter jubeln. 42. Spielminute. Aigner, dann der Fehler von Keeper Christian Martinia. Und da sagt Seferovic natürlich Dankeschön und netzt natürlich ein zum 1:0 für die Frankfurter. Es ist mittlerweile sein 13. Ligator, viertbester Torjäger in der Bundesliga. 71. Spielminute, dann die Frankfurter melden sich sofort wieder in den Durchgang 2 zurück. Das ist Alex Meyer. Er ist ja noch lange nicht auf seinem Stand, in dem er sich letzte Saison mal befindet hat. Am Ende bleibt es dann beim 0:1 für die Eintracht. Die Darmstädter, die haben Pech